auch die Frage, wie kann dann ein Trainer motivierend einwirken? Man kennt ja die Klinsmannschen Kabinenansprachen in Deutschland, ein Sommermärchen. Wie kann man sich da Roman Mehlich vorstellen in der Kabine vor einem Spiel oder in der Pause? Wie kann man das vorstellen? Bist du laut? Das kann passieren. Es kommt, wie soll ich sagen, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es an die Situation anpasst. Also ich habe jetzt keine Liste und keine To-Do-Liste, wo drauf steht, in der und der Situation muss ich mich so und so verhalten. Also das, vieles passiert dann schon der Situation angepasst, denke ich. So habe ich es bis jetzt immer gemacht. Bist du im Herbst einmal laut geworden? Ja, aber man muss aufpassen, weil laut werden bedeutet nicht, dass irgendetwas nicht gut läuft. Ja, also man kann auch mal die Stimme heben, um etwas besonders zu betonen. Und ich denke, generell in so Kabinenansprachen oder in Besprechungen vor dem Spiel muss man sich ein bisschen spielen, ganz einfach mit der Lautstärke, mit den Ausdrücken, die man verwendet und um das Ganze nicht zur Routine werden zu lassen. Weil ich glaube, also das aus meiner Erfahrung als Spieler, es gibt nichts Faderes als eine Besprechung, wo immer wieder jede Woche dieselbe Leier vorgetragen wird oder wo man immer wieder dieselbe Ansprache wählt. Dann verliert man als Spieler leicht einmal die Aufmerksamkeit. Und da versuchen wir ganz einfach halt zu spielen. Ich glaube, das machen viele dann auch in Wirtschaft oder Vortragende genauso. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich versuche für mich zu erfüllen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Vor ziemlich genau einem Jahr saß an selbiger Stelle der damalige Neo-Trainer Heiko Vogel bei uns. Er wurde gefragt auf die Tatsache, dass er nie Fußballprofi war und ob ihm das Vor- und Nachteile für den Trainerjob gebracht hätten. Er meinte auch, er wäre nicht untalentiert gewesen als Spieler, aber vielleicht nicht der Fleißigste. Du wiederum hast in einem Interview gesagt, du wärst als Spieler ehrgeiziger gewesen als talentiert, schon Zeit her. Hat dir deine Spielerkarriere nun eher Vorteile für die Trainerlaufbahn gebracht oder würdest du sagen, du bist als Trainer mehr ehrgeizig als talentiert? Weder noch. Ich sehe es ganz einfach so, dass es kein Muss, irgendwann einmal Fußballprofi gewesen zu sein. Aber den Eindruck hatte ich schon dann nicht nur bei mir oder weniger bei mir vielleicht, sondern bei Kollegen auch, die weit erfolgreicher Fußball spielten, als ich es je tat, dass es beim einen oder anderen dann fast schon zum Handicap geworden ist und dass man ihm das zum Vorwurf gemacht hat. So unter dem Motto praktisch, naja, dem wird alles geschenkt. Da beginnt von der Trainerausbildung und dann möglicherweise gleich die erste Station im Profifußball und. Und da wehre ich mich dann auch dagegen. Also weder ist es etwas, was mir besonders geholfen hat, noch aber sollte es mir dann schaden, dass ich irgendwann einmal Profi war. Thomas Tuchel hat in seinem berühmten Rulebreaker-Vortrag von Mainz damals erzählt, über den Moment, wie er Spielern beibringen wollte, diagonale Pässe zu spielen. Das klappte so lange nicht, bis er den Platzwart angewiesen hat, das Spielfeld als Raute aufzumalen und somit die Außenbahnen plötzlich schräg waren. Tim Walter von Holstein Kiel zum Beispiel lässt die Spieler in Spielformentraining gewisse Zonen des Feldes bewusst meiden und lässt also Tore aufbauen, durch die Spieler dann während der Spielform durch müssen, um so Problemlösungen und Entscheidungsfindungen zu provozieren und neue Denkmuster zu erzeugen. Was hältst du generell von solchen Ansätzen eher alternativer Art? Ich glaube, dass das gute Geschichten sind. Das ist ein Punkt, wie man praktisch einen neuen Input ins Training einfließen lassen kann. Aber das ist nicht alles, aber das ist ein Ansatz, der jetzt auch, vielleicht jetzt nicht im Detail so, wie es das du jetzt geschildert hast, aber der sehr wohl bei uns in die Trainingsarbeit einfließt, ganz klar. Dass man ganz einfach Spielfelder so wählt, von der Größe, von der Beschaffenheit, oder dass man Positionsspiele macht, die gewisse Aktionen im Spiel dann provozieren können. Mhm. Du bist auf den Tag jetzt genau 3 Monate Trainer von Sturm Graz. Hast dir ausgiebig jetzt Zeit gehabt, dich im Detail mit der Mannschaft zu beschäftigen. Mit Ljubic, Mensa und Jakubovic kamen 3 junge Spieler dazu. Mit Peter Schul, wohl der dominanteste Spieler der letzten beiden Jahre, zu Anderlecht abgewandert. Welche Unterschiede seht jetzt ihr, um euch beide jetzt einmal in die Diskussion reinzuholen, generell zwischen damals, also 12. November 2018 und jetzt? Also ihr habt ja auch einige
Testspiele verfolgen können. Vielleicht fangen wir trotzdem in Roman an. Welche Unterschiede ich jetzt... Nein, ich denke mal, ich komme schon zurecht, danke. Aber im Prinzip, ich versuche immer vorher zu überlegen und dann zu sprechen. Das mag ich nicht immer. Das gehört Jürgen. Das unterscheidet uns. Na, der Unterschied jetzt, es ist immer schwierig, weil das eine waren Meisterschaftsspiele in einem sehr kurzen Zeitraum, wo wir sehr erfolgreich sein wollten und mussten, denke ich, auch für mich als neuen Trainer damals. Und jetzt haben wir eine Vorbereitungsphase, aber noch kein Pflichtspiel in den Beinen. So, das kann man schon sagen, was man zum Teil gesehen hat, dass wir sowohl eine Mannschaft haben, die die Möglichkeit hat, von der Physis her, von der Schnelligkeit her, dass wir situativ den Gegner höher anlaufen. Das hat man aus meiner Sicht gesehen. Und das ist etwas, was uns möglicherweise zu jener Sturmmannschaft im Herbst unterscheidet. Ob das dann in der Meisterschaft auch so greift, das hat immer mit dem Gegner zu tun, das hat immer mit den mit speziellen Spielphasen, Spielsituationen zu tun und so weiter, mit Verletzungen, gesperrten Spielern, ob man alle Spieler, so wie man es will, dann zur Verfügung hat. Aber das, denke ich, etwas, was die Mannschaft drauf hat und was uns möglicherweise unterscheiden kann. Frank? Ja, das mit der Physis höre ich gerne. Das ist was ich später noch gefragt hätte, das fällt hiermit weg. Höher anlaufen höre ich auch gerne, aber das sind alles Dinge, die wir so nicht wissen konnten. Was ich glaube, was ein bisschen ein Unterschied sein könnte, ist, dass das Gefüge Mannschaft und Trainer sich halt jetzt über eine gewisse Vorbereitungszeit kennt und in einer anderen Art und Weise eingespielt sein kann. Jetzt hat der Roman nicht einen ganzen Trainerstab ausgetauscht, aber ich glaube, dass trotzdem der Chefcoach ein extrem wichtiger Inputgeber in das ganze System ist. Und was man jetzt weiß vor Mattersburg ist, dass dieses Werkel funktionieren kann. Weil die große Spannung im Herbst war ja, tritt der berühmte Trainereffekt ein oder nicht. Also das hätte ja auch nicht funktionieren können, das weiß man ja vorher nicht. Ne? Und es hat funktioniert, das weiß man jetzt. Man weiß, grundsätzlich funktioniert das Werkel und das kann hinhauen und die Mannschaft kann unter dem Roman Performance liefern, die Punkte macht in der Liga. Und das ist das, was man jetzt weiß und das hat man im November nicht gewusst. Und ich glaube, das ist einmal ein primärer Unterschied vor dem also Rückrundenstart ist es ja nicht, vor diesen letzten vier Spielen. Jürgen? Ja, da bleibt gar nicht so viel übrig, aber es ist schon so, dass es ein fundamental anderer Fußball ist, der gespielt wurde von Anfang an. Das war ja die Ansage beim Trainerwechsel, dass es um die Ergebnisse geht und dass man die jetzt stabilisieren muss, weil es eben vorher keine Ergebnisse gab. Aber die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, war deswegen auch wahrscheinlich dem geschuldet ganz anders. Es war einfach eine defensiv weit stabilere Mannschaft als davor und das ist der wesentliche Unterschied. Ob es mehrere Varianten gibt, sieht man jetzt dann in zwei Wochen. Euch zwei Fragen. War das der Unterschied, warum es damals beim Heiko Vogel vielleicht nicht geklappt hat? Weil es wirklich in der Defensive also Mängel gegeben hat? Ist jetzt schwer zu sagen im Nachhinein, ob es noch geklappt hätte. Aber er hat halt was gespielt, was schon funktioniert hat, was aber natürlich keine Siege gebracht hat. Günter Kreisel sagt aber in letzter Zeit immer, dass man auch sehen muss, dass wir kaum Spiele verloren haben, was auch ein Punkt ist. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, auch immer ein bisschen, er hat halt auch nicht das nötige Glück gehabt, der Vogel, am Ende, dass diese Dinge auch in Tore umgemünzt wurden. Aber die Stabilität, die dann kam, ist ein anderer Fußball, aber hat natürlich unmittelbarer funktioniert. Frank, magst du dazu noch? Nein, weil da sitzt der neue Cheftrainer und rede ich nicht über Neuden. Okay. Wir haben das jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten über die Ergebnisse. Also du hast versucht, hinten zu stabilisieren, vor allem ganz am Anfang, um der Mannschaft die Verunsicherung zu nehmen. Das klappte dann sehr gut. Nach den Partien gegen den WRC, Altach, Rapid und Admira stand jeweils die Null. Und wir haben irgendwie den Begriff Mehligriegel, ich habe es ein paar von denen schon gegessen heute, geboren. Dieser hielt über viele Runden hinweg sehr stabil. Nicht alle Partien, kann man sagen, waren jetzt unbedingt durch Schönheit gekennzeichnet, aber das war halt dem Ergebnis geschuldet. Über Schönheit sagt man sowieso im Skisport, er fährt wie ein Skilehrer, er ist in Schönheit gestorben, besonders über Langsame. Du hast bei Sky kurz nach dem Amtsantritt gesagt, ich will einfach das nächste Spiel gewinnen. Und jetzt, du hast das vorher auch ein bisschen angeschnitten schon. Die Frage im Frühjahr, auf welche Art Fußball dürfen wir uns einstellen und dürfen wir uns vielleicht auf einen immer aggressiveren, attraktiveren Spielstil einstellen, jetzt weil diese mannschaftliche oder defensive Verunsicherung vielleicht weg sein sollte?
Ja, zum attraktiv, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters zu meinen. Dann kann man immer darüber diskutieren, was ist dann wirklich attraktiv. Aber ich glaube, ungefähr zu wissen, was du meinst. Wir haben auch im Herbst 8 Tore erzielt in 4 Spielen, was ich mich erinnern kann. Das ist ein ganz guter Schnitt, das sind 2 pro Spiel. Ich würde es jetzt nicht auf einer Statistik aufmachen, aber grundsätzlich, ich kann es nicht versprechen. Wir werden versuchen, es wird auch so sein in Zukunft, dass jedes Spiel die eigene Geschichte hat. Es gibt halt immer auch einen Gegner im Fußball. Aber das, was ich sicher nicht machen werde, und das kann ich fast versprechen, ich werde nicht mich von Meinungsbildnern außerhalb beeinflussen lassen. Die Verantwortung habe ich und ich liebe diese Verantwortung. Und solange ich die Verantwortung habe, lebe ich mit dieser Verantwortung und ich entscheide, wie wir versuchen, erfolgreich zu sein. Und höre mir aber gerne alle Meinungen an, habe überhaupt kein Problem damit. Aber grundsätzlich bei dieser Meinung bleibe ich. Ein attraktives Spiel, beziehungsweise das, was man das Angriffspressing nennt und viele Torschüsse rausspielen, kontinuierlicher Spielaufbau und, ist kein Widerspruch mit einer taktischen Disziplin, mit einer Ordnung am Spielfeld und mit einer guten Defensivleistung. Und das hinzubekommen, ist die Kunst. Und das wollen eigentlich alle Mannschaften. Ob wir das so schaffen, wir arbeiten daran, ich kann es nicht versprechen. Benny Sikora hat auf Facebook uns die Frage zukommen lassen, wirst du das Spiel, du hast das jetzt auch wieder gesagt, vorher eigentlich schon, wirst du das Spiel am jeweiligen Gegner orientieren oder steht das eigene Spiel am Fokus und wie wichtig sind dir Standards? Zur letzten Frage, Standards sind mir sehr wichtig, die Statistiken kennt ihr auch wahrscheinlich, ich denke ein Viertel aller Tore so im Schnitt vor einer Standardsituation, und das heißt, die sind immens wichtig im heutigen Fußball, manchmal bist du erfolgreicher durch Standards, manchmal weniger, aber wir trainieren es regelmäßig. Zur Eingangsfrage, ja, es ist beides, es geht ineinander, es wäre aus meiner Sicht fahrlässig als Trainer, wenn ich meine Mannschaft nicht auf spezielle Stärken des jeweiligen Trainers ganz einfach hinweise. Wo wir uns in der Defensive ganz einfach so anstellen müssen, damit wir eben diese Stärken des Gegners ganz einfach neutralisieren können. Und auf der anderen Seite weisen wir natürlich unsere Mannschaft hin, wo wir möglicherweise Schwächen beim Gegner sehen, wo wir wahrscheinlich oder wo wir hoffen, in der Offensive da durchbrechen zu können und dem Gegner Probleme bereiten können. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht so, dass wir nur uns um unser eigenes Spiel ständig kümmern und sagen, wir machen das ganz egal, was der Trainer macht, weil ich denke, das wäre, hat wenig dann mit Demut zu tun, möglicherweise schon einen gewissen Hang in Arroganz oder Überheblichkeit und das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Sage ich auch gleich, ich sehe uns nicht so stark, dass wir uns nur auf die eigenen Stärken ständig konzentrieren können und nur unser Spiel machen und uns komplett egal ist, wo wir spielen, gegen wen wir spielen und so weiter. So ist es nicht. Ich sehe da in ganz Europa nur wenige Mannschaften, die das möglicherweise machen. Ich sehe nicht so viel. Was würdet ihr beide euch jetzt wünschen, beziehungsweise welcher Stil steht Sturm eurer Meinung nach am besten? Frank vielleicht oder Jürgen? Also. Welcher Stil Sturm am besten steht, das habe ich in der Geschichte, wo ich da auf dieser Bühne sitzen darf und Podcast machen darf, schon extrem oft gesagt. Das will ich jetzt nicht wiederkauen. Die Problematik, bei welcher Stil steht der Mannschaft am besten, hat ja immer ganz stark damit zu tun, habe ich die Mannschaft, um diesen Stil überhaupt zu spielen und habe ich Zeit, um einen solchen Stil über eine gewisse Zeit zu entwickeln. Und ob die Mannschaft dafür prädestiniert ist, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen. Ob es jetzt genug Zeit war, um so einen eigenen Spielstil zu ermitteln oder entwickeln, da bin ich halt skeptisch, weil wahnsinnig groß hat sich eigentlich, das haben wir in der Vorbereitung auf die Sendung gedacht, die Situation fürs Trainerteam ja eigentlich gar nicht verändert, weil de facto stehen 4 Endspiele an. Wir haben ja vorher, also für später dann noch dieses lustige Tippspiel vorbereitet und haben das alles einmal durchgetippt. Es ist ja wahnsinnig witzig, wie du das auch immer tippst, du kommst halt drauf, in den nächsten 4 Spielen ist Verlieren halt schon eine recht schlechte Idee, je nachdem wie es rundherum spielen. Und insofern sind es eigentlich 4 Endspiele. Und wenn du weißt, du hast 4 Endspiele vor der Brust, kannst du ja wieder nicht großartig herumprobieren und große Experimente wagen. Du bist ja wieder einem gewissen Erfolgsdruck ausgesetzt, der aufgrund des Ligaformats jetzt vielleicht ein bisschen höher ist, als er bei einem anderen Ligaformat sonst im Februar oder März war.
Und insofern glaube ich, dass das Entwickeln von was Neuem, das muss man vermutlich erst dann wieder auf die nächste Vorbereitungsphase schieben. Das halte ich jetzt für ganz, ganz schwierig. Und vor allem, je nachdem, wo der Strich ist, über uns oder unter uns, wird es ja dann wieder einen neuen Zugang auf das geben, was man dann spielt, vermute ich zumindest. Weil wenn man oben drin ist, wird man vermutlich anders agieren, wie wenn man unten drinnen ist. Hirn? Ja, daran anknüpfen, da gibt es eh schon, was der Spielstil ist, bis diese Saison aus ist oder bis zumindest der März ist. Es ist Flexibilität, weil man muss irgendwie schauen, dass man es hinkriegt, weil es eben diesen Druck gibt, was Neues oder was wir öfter schon geredet haben, was wir uns wünschen würden, ist nur möglich, wenn es einen Umbruch gibt, wo man auch die Zeit kriegt, das zu entwickeln. Und die gibt es wahrscheinlich in nächster Zukunft nie. Und deswegen muss man damit umgehen, wie es jetzt ist. Und dann ist das dem zufolge, wie jetzt vorher ausgeführt wurde. Um was Neues zu entwickeln, müsste es einen Bruch geben, wie es vor 10, 12 Jahren einmal gegeben hat. Aber ich glaube, jetzt gibt es die Möglichkeit nicht, auch im nächsten Sommer nicht, weil der Erfolgsdruck ist, wie man das jetzt immer so hört, eigentlich immer da. Das heißt, die Möglichkeit, was zu entwickeln oder aufzubauen, was ganz was anderes wäre, ist, glaube ich, auch von der Grunddenke im Verein nicht möglich im Moment. Wir wollen jetzt auch ein bisschen durch die diversen Mannschaftsteile pflügen und starten mit der Abwehr. Mit Vincent Trummer könnte Sturm auf ein junges, 18-jähriges Talent als Alternative auf der linken Verteidigungsseite zurückgreifen. Mit Gideon Mensah ist ein Leihspieler aus Salzburg jetzt bis zum Saisonende verpflichtet worden. Du als Trainer, der viel im Jugendbereich gearbeitet hat, und da ist ja auch immer wieder ein Thema in diversen Foren war der letzten Woche und wir wiederholen uns ja auch immer wieder mal. Ist das nicht ein falsches Signal für einen aufstrebenden jungen Spieler, wenn der Leihspieler mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer wieder weg ist und damit dem gleichaltrigen Eigenbauspieler die Chance auf den Kaderplatz genommen wird, beziehungsweise auf Platz auf der Bank zumindest? Wir haben einige sehr junge, sehr talentierte Spieler, die aber fast ausschließlich im Matura-Jahr stehen. Und aus diesem Grund ist es uns nicht möglich, ständig, das wollen wir auch gar nicht, jeden Jungen praktisch aus der letzten Klasse herauszureißen, aus den Vorbereitungen zur Matura zu reißen, nur damit wir mit ihm am Vormittag trainieren können. Das wäre, glaube ich, noch unverantwortlicher. Und auf das müssen wir auch Acht geben. Und bei der einen oder anderen Personalentscheidung haben wir auch diese Überlegungen dann angestellt, ganz einfach. Und das ist mit ein Grund, warum es uns nicht möglich ist, jeden unserer talentierten jungen Spieler ständig jetzt oder mit aufs Trainingslager zu nehmen, wenn das genau in einer Zeit ist, wo wichtige Schularbeiten anstehen. Okay, also das heißt, bei den Jungen geht absolut die Ausbildung, die schulische Ausbildung vor? Naja, ja, nein, ich frage mal. In der Pflicht stehe ich dann schon auch ich und der komplette Verein. Es gibt den einen oder anderen, der sehr gut in der Schule ist, der das hinkriegt, aber bei anderen stehen wir dauernd im Austausch auch. Der Günther Neukirchner kümmert sich da sehr darum und mit dem rede ich ständig, welchen Spieler können wir es jetzt zutrauen, dass wir immer mal rausnehmen und auf ein Vormittagstraining bei uns einplanen. Es geht halt dann nicht immer mit jedem. Frank? Die These habe ich vorher angekündigt, gibt ein paar Thesen. Und wenn es ein Blödsinn ist, einfach sagen, wenn man so mit Menschen ein bisschen spricht, die sich im Fußballnachwuchs bewegen, hört man halt immer wieder, dass Jungs, die in der Regionalliga spielen, zwar spielerisch vielleicht, aber was Taktik, Tempo und die Kampfkraft oben betrifft, teilweise den Sprung nicht so wirklich leicht schaffen und ihn vielleicht für ein paar Spiele schaffen, da aber auf 130% fahren und dann durchgebrannt sind. Ist es auch so, dass man den Unterschied zwischen Regionalliga und Tipico Bundesliga dann doch viel stärker merkt und der aktuellen Erfolgs Doktrin geschuldet sagt, das traue ich mir jetzt auch gar nicht, den zu bringen? Wie gesagt, du kannst jetzt auch die These völlig sagen, das ist ein kompletter Blödsinn. Nein, das ist alles sehr Berechtigung, aber ich tue mir schwer, das so pauschal oder generell zu beurteilen. Wir haben jetzt wenn ich über diese ich rede ungern über also alle Spieler, das will ich vorausschicken, die jetzt bis jetzt da bei uns mittrainiert haben, Jungen oder Alten, die Vorbereitung mitmachen konnten, haben absolut entsprochen, alle. Und wenn wir in dem Fall jetzt über junge Spieler reden, dann haben wir mit dem Michael John Lehmer einen Spieler, der in der Vorbereitung jetzt 4 oder 5 Tore erzielt hat, der, glaube ich, vorher in der Regionalliga 13 Treffer erzielt hat, der eigentlich in jedem Training und in jedem Testspiel überzeugt hat. Ja? Und wir haben einen ganz jungen Spieler, 2001, den Tobias Koch, noch einmal. Alle anderen, die ich jetzt nenne, haben auch aus meiner Sicht einen super Job gemacht. Und der kleine Kochi, der ist heuer im Matura-Jahr,
Er kann auch nicht immer am Vormittag zum Training kommen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich gesehen habe, wie der in den Testspielen gegen erwachsene Profis sich gestellt hat, dann stimmt die These nicht. Aber es gibt wahrscheinlich andere Spieler, für die der Sprung etwas größer ist. Also das meine ich damit. Man kann, glaube ich, nicht von einem Spieler auf alle jungen Spieler dann schließen. Ein paar werden den Sprung schneller schaffen, ein paar werden ein bisschen länger brauchen und dann vielleicht noch einer, nach eineinhalb Saisonen so weit sein, dass sie auch bei Sturm Graz in der Bundesliga spielen können. Und ich glaube, ein Punkt auch noch, ob ich mich das traue, die spielen zu lassen, ja. Auf jeden Fall. Aber ist es so, dass man mit regelmäßigem Regionalliga-Kick das Niveau erreichen kann, ohne regelmäßig mitzutrainieren, dass man mehrere Leute hochziehen kann? Weil der Alfred Hörtnagel ist heute zum Beispiel gefragt worden, für Wacker bei dieser Bundesliga-Veranstaltung ist ein bisschen verspottet worden eigentlich, dass die erste gegen die zweite Mannschaft verloren hat. Und er hat gesagt, es ist nur deswegen der Fall, weil die zweite Mannschaft jetzt zweite Liga spielt und er da einige hat, die er jederzeit hochziehen kann. Im Fall des Falles, er braucht sie in der ersten Mannschaft. Und er sagt, das wäre in der Regionalliga nicht möglich, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Ist das Niveau hoch genug, dass man regelmäßig Leute kriegt, die man hochnehmen kann? Also um ehrlich zu sein, zu meiner Schande, also ich war jetzt da im Herbst dann ein Jahr da, ich kenne das Niveau in der Regionalliga Mitte nicht. Ich hatte nie die Zeit, da ein Spiel zu besuchen. Vom Gefühl her, ich gehe mal davon aus, dass in der zweithöchsten Spielklasse das Niveau etwas höher ist. Aber diese Feststellung hilft mir ja jetzt nicht viel, weil unsere Mannschaft nicht in der zweiten Spielklasse spielt. Also, und noch einmal, wenn wir über die beiden Spieler, die ich vorher erwähnt habe, sprechen, da habe ich das Gefühl, dass die in relativ kurzer Zeit, was das Körperliche angeht, was das Tempo angeht, da mithalten können. Der Achim, der sitzt da vorne und der hat auch auf Facebook eine Frage gestellt, die jetzt auch gleich anschließt. Also zwei Fragen vielmehr. Welchen Stellenwert wird auf Nachwuchsspieler generell gelegt und was muss im Kader passieren, dass die Jungen Einsatzzeit bekommen? Also generell jetzt bei Sturm Graz? Das ist eine generell, das kann ich, was generell bei Sturm Graz mit dem Nachwuchs passiert, kann ich nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Ich selbst würde von mir behaupten, dass ich ein Typ bin, der sehr gut mit jungen Spielern kann und überhaupt keine Scheu habe, dann junge Spieler auch einzusetzen. So. Aber das ist kein Versprechen oder kein Muss, dass junge Spieler dann in Mattersburg auflaufen. Aber ich denke, wir haben ein paar, die das Zeug haben. Ob es dann so weit kommen wird, werden wir sehen. Wir haben eineinhalb Wochen noch Training. Ist das so beantwortet? Ja, ich glaube schon. Machen. Ja. Ich würde noch schnell was anfügen. Je nachdem, wie sich die Verletzungssituation auf den Spielern, die verdächtig dafür sind, dass sie auf einer 6 spielen, entwickelt, Lagner und Lovric ist ja glaube ich noch nicht hundertprozentig fit, dann könnte es sein, dass Koch spielen muss, oder? Wenn wir eine Doppel-6 haben wollen würden. Ja. So, also, das ist ja These wieder, gell? Ja, ja, aber ich würde nicht von spielen müssen sprechen. Mittelfeld. In der Zentrale stellt sich das, was der Frank jetzt gerade gesagt hat, also Viererkette hat man in der Mitte 2 Spieler, bei einem Dreier-Mittelfeld eher 3 zentrale Spieler. Frank, jetzt gleich bei dir weiter. Welche Möglichkeiten siehst du da derzeit? Gott sei Dank vorher das Glück gehabt, die beiden letzten Testspiele kurz anzusprechen. Und da ist eben drüber gesprochen worden, dass das 4-1-4-1 gespielt wurde, dass 4-4-2 gespielt worden ist, dass 3-4-3 gespielt worden ist. Und dass das Varianten sind, die alle so möglich sind und das alles so im bunten Strauß der Möglichkeiten drinnen ist. Ich habe es mir ein bisschen durchgeschaut, habe grundsätzlich festgestellt, dass die Frage ist, wenn du mit einem Dreier-Mittelfeld agierst, wenn du eine Solo-Sechs hinstellst, wer von den Spielern ist ein Sechser, dem man eine Solo-Sechs zutraut? Das ist ja dann doch vom Einsatzkreis und von der Schnelligkeit und vom Antizipieren her eine verhältnismäßig große Aufgabe. Und die Frage ist, wer halt die Halbpositionen spielt, weil da kann man natürlich immer einen Kitaschwili hinstellen. Auf einer anderen Halbposition könnte es dann schon spannender werden, wenn man dort hinstellt. Das ist das. Und dann ist halt immer noch in diesen ganzen Konstellationen die Frage, wer spielt ganz, ganz vorne und denkt man über Systeme nach, die mit einem oder zwei nominellen Stürmern, sage ich jetzt einmal, gebaut sind. Und das sind, glaube ich, die Kernfragen, die natürlich auch die Mittelfeldbesetzung dahinter beeinflussen und insofern ist es vor dem ersten Spiel halt immer ein extremes Kaffeesud lesen, was man da sich herbeidenkt. Das Einzige, was ich mir für das erste Spiel in Mattersburg gedacht habe, traditionell schlechter Boden, traditionell schieres Wetter, traditionell ein kampfstarker Gegner, motiviert bis in die burgenländischen Haarspitzen. Das heißt,
da wird verhältnismäßig viel Dagegenhalten angesagt sein. Also wird man wahrscheinlich in der Mitte eher die hinstellen, die besser stehen. Oder? Na, super, wie du das analysiert hast. Also da kann ich nicht, gibt es eigentlich aus meiner Sicht nicht viel zu ergänzen. Der Rainer Barrier sagt, braucht hier einen Gesprächspartner. Das Einzige, wenn man so, ja, das System und Spielanlage sind zwei verschiedene Paar Schuhe, logischerweise. Ne? Das eine ist das System, das kann 4-4-2 sein, 4-1-4-1 sein, 3-4-3 sein, aber die Spielanlage ist oft viel entscheidender. Es gibt natürlich dann Systeme, die eine gewisse Spielanlage praktisch bevor oder begünstigen, danke. Das gibt es natürlich auch schon. Aber grundsätzlich, so wie du das gesehen hast, alles gut. Alles gut. Ich glaube aber, dass wir zum Beispiel, ich glaube, es war Lech Bosen in der Türkei 4-1-4-1 gespielt haben und das hat zum Beispiel sehr gut funktioniert. Auch mit den Spielern, die wir zur Verfügung hatten damals. Das kann schon funktionieren. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich 4-1-4-1 nicht gut finde. Ne? Das, ich habe auch nicht gesagt, dass du gesagt hast. Ja, passt, okay. Ja. Nein, ich würde es nur nochmal festgehalten haben. Frank, du hast gemeint, dass wir eventuell zentral vielleicht sogar unterbesetzt sein könnten, was die Variabilität der Spielertypen betrifft. Das ist auch wieder eine These, wenn du Lackner wegtust, der ein ganz eigener Spielertyp ist, Ljubic, Lovric und Koch, wenn du sie zentraler siehst, so wie ich, was ich bisher gesehen habe, fand ich sie jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ich meine, ja, jeder ist ein eigener Typ und jeder hat eigene Fähigkeiten, aber ich habe es jetzt von der Art, wie sie das Spiel interpretiert haben, nicht so total unterschiedlich gesehen und dann könnte man natürlich darüber diskutieren, wenn ich mit einer Solo-6 spiele, brauche ich eh nur theoretisch einen, wenn ich kein Solo-6-System favorisiere, habe ich halt immer das Thema mit zwei Sechsern, irgendwie halt, vermutlich. Und dann ist immer die Frage, wer von denen Zaum spielt. Ne? Und ich habe halt auch noch festgestellt, dass man, wenn Lackner verletzt ist, nicht die allergrößten in der Zentrale sind, aber das ist ja mein persönliches Thema. Ne? Ist der Platz frei noch für einen Co-Trainer? Nein, leider. Aber externer Berater, da können wir drüber reden, aber ich habe einen ausgezeichneten Assistentenstab. Zum Sturm mit Eze Hosina und Jakupovic stehen drei Stürmer im Kader, die alle jetzt ausreichend Spielzeit bekommen haben. Krozurek und Pink waren heute, glaube ich, wieder im Kader und haben gespielt. Hast du jetzt die Qual der Wahl, beziehungsweise hat Sturm mittelfristig vielleicht sogar ein Überangebot im Angriff? Also Pink und Krozurek, also Krozurek würde ich jetzt nicht direkt als Stürmer bezeichnen. Jetzt Pink schon, war halt leider eine Muskelverletzung, hat ein bisschen gebraucht, dass er wieder fit geworden ist. Krozurek hat auch eine Verletzung aus dem Winter noch mitgenommen und jetzt große Teile der Vorbereitung versäumt. Ein Überangebot, ja, es ist. Nein, würde ich im Moment nicht so sehen. Also, das ist, wir haben da, was das angeht, einen gesunden Konkurrenzkampf, so wie es in jeder Mannschaft ganz einfach ist. Ja, es sind doch relativ viele Spieler, die vorne zur Verfügung stehen. Also es sind jetzt vier Stürmer eigentlich, ja. Das stimmt. Gibt vier es Stürmer, ja. Jetzt im Fall eines 4-4-2, wo du sagst, es gibt eine Version, wo Typen weniger gut zusammenpassen, wenn zwei Stürmer spielen? Also rein vom Gefühl jetzt her würde ich generell dann, wenn ich mit zwei Stürmern spiele, dann schon zwei Stürmertypen aufstellen, die etwas unterschiedlich sind. Das kann man sich eher ausmalen. Wir haben den einen oder anderen Stürmer dabei, der sehr, sehr robust ist. Ja, der sehr von dieser Wucht lebt. Und dann haben wir vielleicht, dann muss man sich ja dann schon ein, zwei dabei, die eher spielerisch sind, vielleicht eher tiefer gehen wollen oder kurz kommen wollen und selbst da besser in die Tiefe spielen. Und dann würde ich es eher so anlegen vom Gefühl her. Ja. Aber ist Mattersburg auf jeden Fall Option? Es ist alles eine Option. Frank und Jürgen, was würdet ihr vorne spannend finden? Jürgen? Ja, kommt, wenn man nicht weiß, wie man spielen, ist es halt schwierig zu erklären, nicht? Aber, oder zu mutmaßen. Wenn zwei Stürmer spielen, ist logisch, dass nicht zwei gleiche spielen. Aber wenn es der Ese allein spielt, so wie im Herbst, hat ja auch gut funktioniert. Also was attraktiv ist, habe ich keine Ahnung, weil das muss man jetzt dann schauen, was gespielt wird. Aber offenbar trifft der Jakupovic das Tor auch recht oft. Frank? Ja, also wenn ich mir als Fan was wünschen darf, dann wünsche ich mir eigentlich fast immer zwei Stürmer. Ne? Jetzt lasse ich den Systemanalytiker mit links liegen, weil halt zwei Stürmer immer mehr Aktion im gegnerischen Strafraum produzieren und im Regelfall gegnerische Abwehrformationen
fast immer vor mehrere Probleme stellen können, wenn sie gut zusammenspielen. Was mich natürlich sehr interessieren wird, ist Jakubovic, oder heißt er Jakubovic? Wie heißt er denn eigentlich? Ich habe jetzt beides schon gehört. Das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Wie sagt er denn selber? Nein, habe ich noch nicht gefragt. Also ich sage Anil zu ihm, genau. Und vom Gefühl her habe ich auch immer gesagt, Anil Jakubovic. So habe ich ausgesprochen. Aber Jakubovic sagen auch witzigerweise viele. Okay, das bleiben wir bei Anil. Anil, okay. Ich würde mich freuen, wenn er spielen wird. Jetzt einfach so, um mal zu sehen, wie das unter Volldampf funktioniert, weil er bringt ja da recht viel Vorschusslorbeeren mit und deshalb hätte ich das gerne gesehen. Und wenn man ihn schon holt, dann sollte man wahrscheinlich auch hinstellen. Ne? Aber das ist jetzt sehr platt, das ist jetzt ein bisschen Stammtischgerede, weil das ist jetzt weniger. Sehr Stammtisch. Ach, ist, okay. Irgendwie. Der Lukas hat auf Facebook gefragt, gibt es Spielertypen, die bei dir einen größeren Stein im Brett haben als andere? Nein. Nein. Das Einzige, was ich immer eigentlich grundlegend von einem Profi erwarte, oder vielleicht dann noch umso mehr von einem Sturmprofi, dass er immer will. Das ist das Einzige, was einer mitbringen will, muss oder soll, dass er bei uns in der Mannschaft spielen kann. Wenn ich das Gefühl habe, es versucht einer nicht alles, was er hat, abzurufen. Das ist das Einzige, wo ich mir denke, dann reicht es nicht. Aber sonst einen gewissen Spielertyp, nein, weil ich glaube, eine Mannschaft lebt von verschiedenen Typen. Logischerweise gibt es verschiedene Positionen und jede Position hat so ein eigenes Anforderungsprofil. Von daher gibt es keinen Spielertypen, wo ich sage, das ist jetzt ein favorisierter Spielertyp. Meiner Seite habe ich nicht. Jetzt hast du auf die Frage eine andere Antwort erwartet? Nein, ich habe es ja nicht gestellt. Also, es war eine Josef-Frage. Gibt es vielleicht, jetzt an alle drei von euch, gibt irgendeinen Spieler, den ihr massive Leistungssteigerung zum Herbst zutraut, der jetzt durchstarten und vielleicht auch positiv überraschen könnte? Jürgen. Die neuen jetzt mitgerechnet? Weil alle. Nein, die neuen kannst du jetzt nicht mitrechnen. Also nur die schon da waren? Ja. Natürlich ist es möglich, aber ich kann das nicht beurteilen, weil ich in der Vorbereitung da nicht sehr oft dabei war. Mhm. Aber du hast vielleicht ein Testspiel gesehen? Schon, aber das reicht mir, glaube ich, nicht aus, um das beurteilen zu können. Wünschen würde ich die Leistungssteigerung dem Philipp Hosiner, ganz ehrlich. Also persönlich würde ich es ihm extrem wünschen. Weil ich glaube, der hat jetzt nicht so den allercoolsten Herbst in Graz erlebt. Und wo ich aufgrund der Unbekümmertheit ein großes Potenzial sehe und gespannt bin, ob der arrivierte Verteidiger noch vor Probleme stehen kann, ist der eben schon erwähnte, der John Michael Lehmer. Da bin ich schon gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass der einen ziemlichen Scheiß-Minix in sich hat und einfach einmal drauf losspielt und einmal probiert und tut. Und dieses, ich nenne es jetzt einmal unorthodoxen Zugang, den er hin und wieder hat, ich glaube, dass das am Offensivspiel fast immer gut tut. Und sonst, Potenzial nach oben gibt es wahrscheinlich immer. Okay. Roman? Ja, bei mir ist ganz einfach so, ich bin verantwortlich für über den Daumen 25 mehr oder weniger junge Männer, die alle gerne Fußball spielen. Ich kann natürlich eins nicht machen und sagen, bei dem Spieler hoffe ich, dass der explodiert, bei dem ist es mir egal. Und das würde auch nicht meine Naturell entsprechen. Also ich bin wirklich... kümmere mich da, so gut es geht, um jeden einzelnen Spieler und freue mich über jede gute Leistung, weil es im Endeffekt an unserer Mannschaft zugutekommen bzw. Sturm Graz zugutekommt. Und das ist mein primäres Ziel hier. Ganz klar, dass man mit den jungen Spielern natürlich etwas anders umgeht und dass man dann schon einen Jungen vielleicht noch mehr heranführen möchte, das ist auch klar. Ja, habe ich das jetzt verständlich ausgedrückt? Ja. Ungefähr. Ja. Aber insgesamt ist es so, dass ich versuche, wirklich alle Spieler dann auch so zu behandeln oder so im Spiel zu bringen, wie es der Mannschaft gut tut. Aber hast du da jetzt bewusst schon eine Steigerung gesehen bei wem? Oder wo du jetzt wirklich sagst, der hat jetzt ein bisschen mehr abgeliefert als noch vor 3 Monaten? Und da erwarte ich mir jetzt mehr oder hoffe mir mehr? Also ich erwarte mir immer viel von jedem einzelnen Spieler. Aber es gibt zum Beispiel Spieler, die im Herbst lang verletzt waren, die jetzt für mich wie neue Spieler sind, die neu dazugekommen sind. Das tut uns gut, zum Beispiel. Ja. Und sonst mehr erwarten wir, dass,
dass jeder immer versucht, seinen besten Fußball zu spielen. So. Und ich weiß, was in jedem einzelnen Spieler steckt. Ich will nicht über einzelne Spieler da reden. Und ich habe da wirklich ein gutes Gefühl, dass wir dann so in dieser Konstellation auch Spiele gewinnen werden. Okay, gut. Diplomat. Ja, passt. Das neue Ligasystem verschafft der Meisterschaft in den kommenden Wochen ja einen zusätzlichen Spannungspunkt. 4 Runden vor Ende des Grunddurchgangs. Sturm genau auf diesem 6. Rang, der zur Quali für die Meistergruppe reicht. 3 Punkte vor Hartberg, 6 vor Rapid und 3 hinter den drittplatzierten St. Pöltenern. Jetzt kann man nicht unbedingt von einer sehr günstigen Auslosung sprechen. Februar-Ausflug in die, wie du vorher schon gesagt hast, in die burgenländische Tundra nach Mattersburg. Das ist ja selten wirklich gut gelaufen. Danach hat man den LASK, Salzburg auswärts und die Austria. Jetzt haben wir uns ja erlaubt, ich weiß nicht, ob du da den Zettel irgendwo bei der Hand hast, Frank, das Black FM-Orakel zu befragen. Also wir haben jetzt kein fetziges Feature vorbereitet, à la ORF mit sonorer Stimme im Hintergrund. Wir haben einfach nur getippt und das unabhängig voneinander und haben dann einen Schnitt errechnet. Und wir zeigen das jetzt ganz klassisch im politischen Tafelstil und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. Vielleicht hat der Frank, kann der Frank ein bisschen das kommentieren, was ganz... Sturm steht über dem Strich, Rapid steht unter dem Strich und wir waren uns ziemlich einig, dass Sturm in den nächsten Spielen 5 Punkte macht. Genau, wir haben alle 3 5 Punkte getippt für Sturm. Das ist jetzt nicht massiv optimistisch, aber es reicht. Ja. Alle 3 sagen zum Beispiel, dass wir X in Mattersburg spielen. Das ist eher erfolgreich, nachdem wir jetzt immer verloren haben in Mattersburg im Februar. Was witzig ist, der WRC hat von uns 6-10 Punkte bekommen in 4 Spielen. Da müssen wir auch drüber reden. Wahrscheinlich liegt es an Romano Schmidt. Was sehr unangenehm war, ist, dass der Herr Wonisch Rapid 10/12 Punkten gegeben hat. Was ich persönlich sehr, sehr schwierig finde. Roman, was glaubst du, wie viele Punkte noch notwendig sein werden, um über diesen ominösen Strich zu bleiben? Keine diplomatische Antwort, bitte. Ja, dann darfst du mir aber keine Frage stellen, die eine diplomatische Antwort nach sich zieht. Weil ich kann es natürlich nicht sagen. Das ist alles für mich, das ist für mich Kaffeesudelesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich weiß es nicht. Als wahrscheinlicher Kontrahent wird jetzt wahrscheinlich Hartberg gelten, weil Rapid in allen Rechnungen jetzt wahrscheinlich 7 Punkte mehr haben muss als wir, weil sie haben eine massiv schlechtere Tordifferenz. Zudem haben sie ja noch Inter Mailand im Europacup. Siehst du uns jetzt vielleicht in einer Position, wo eigentlich nichts mehr schiefgehen sollte? So gut sollte man mich jetzt schon kennen, dass ich uns in so einer Situation überhaupt nicht sehe. Aber ich sehe uns in einer Situation, die das bestätigt, was ich weiß. Es geht immer weiter im Fußball. Weil ich gekommen bin, hat es die Fragen gegeben, na, kann der das überhaupt so? Dann haben wir in 4 Runden 10 Punkte gemacht. Dann habe ich die Stimme gehört, naja, Trachee ist das nicht. So, jetzt sind wir vor einer Situation, die man, wenn wir nicht so geliefert hätten in diesen 4 Spielen, würde das Gespräch jetzt in eine ganz andere Richtung rennen. Dann würde ich mich fragen, na, kannst du das überhaupt? Dass du im ORF fast früher gescheiter hergerätst, aber mit deiner Mannschaft, das geht nicht. So würde das Gespräch jetzt ungefähr ablaufen jetzt. Da wir nur das machen, ist nicht so schlimm. Überspitzt formuliert. So, und wir haben uns durch diese Leistungen, ja, der eine nennt es nicht attraktiv, der andere nennt es ergebnisorientiert, wie auch immer, um das geht es jetzt gar nicht. Wir haben uns durch diese Leistungen, durch diese 4 Spiele, es sind ja nur 4 Spiele, wir haben zwar nichts gewonnen insgesamt, aber wir haben uns eine Ausgangsposition jetzt fürs Frühjahr erspielt, die uns wieder berechtigte Hoffnungen gibt, da hinaufzurutschen. Das ist natürlich unser Ziel, das wollen wir alle. Aber es gibt halt im Fußball nicht nur Sturm Graz, die dieses Ziel erreichen will, ne? Sondern es gibt auch Konkurrenten, die ebenfalls dieses Ziel erreichen wollen. Und wir werden sehen, wir nehmen es so, wie es ist. Wir konzentrieren uns jetzt einmal voll auf unser Auftaktspiel dann in Mattersburg. Aber ohne sich sehr weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man schon sagen, dass weniger als 5 Punkte wahrscheinlich nicht reichen. Und wenn man zum Beispiel aus den nächsten 4 Kants gewinnt, schaut es wahrscheinlich nicht so gut aus, auch wenn man sehr diplomatisch bleiben will. Also man müsste wahrscheinlich schon eins gewinnen und nicht die anderen 3 verlieren.
Ja, die Arithmetik wird es irgendwie so hergeben, dass wenn man null Punkte macht, dass man wahrscheinlich nicht vorne dabei ist. Aber ich habe mir jetzt nicht so wie ihr da alle Spiele angeschaut und mir durchüberlegt, wenn die so spielen in der zweiten Runde, wie müssen wir dann spielen und wenn die so hoch gewinnen und. Das habe ich nicht gemacht, noch einmal. Es ist unspektakulär, aber ich konzentriere mich zusammen mit dem ganzen Trainerteam, mit der Mannschaft in erster Linie auf unser erstes Spiel gegen Mattersburg. So, spielen wir das einmal und ich weiß, es sind alles Floskeln, aber ich kann nichts anderes bieten, nichts Spektakuläres und dann schauen wir weiter. Frank? Ich bringe noch einen Locher, zumindest, ich glaube, es ist ganz witzig. Es gibt ja dann irgendwann die Punkteteilung und uns ist, wie wir es dann gerechnet haben, aufgefallen, wenn das halbwegs so ausgeht, hat der furchtbare Erste nach der Punkteteilung noch immer mehr Punkte als Rapid vor der Punkteteilung. Gut. Das ist schön, ja. Das ist eine kleine Fußballromantik, oder? Das ist doch auch schön. Ne? Du sagst immer zu mir, meine einzige Freiheit ist, dass wir vor Rapid sind. Das passt eigentlich dazu. Stimmt auch. Nicht ganz, aber fast. Wie essentiell ist es eigentlich für Sturm Graz über den Zitat Alex Stegisch, der heute auch da ist, von spielfrei Scheißstrich zu bleiben? Jürgen. Wie wichtig das ist? Ja. Das ist eine Frage der Perspektive. Aus der Vereinsperspektive ist es sehr wichtig und wahrscheinlich unmittelbar in der Saison ist es auch sehr wichtig, aber ob das Ligaformat generell ein besonderer Mehrwert war diesbezüglich, möchte ich bezweifeln. Und es ist halt sehr früh in der Saison schon sehr hektisch dann, weil man merkt, das geht sich vielleicht nicht aus, man muss was tun, man macht vielleicht was, was man gar nicht tun wollte. Und insgesamt bleibt halt so ein komischer Beigeschmack dann, dass man sich an diesem Ding orientiert, das man nach 22 Runden überschreiten muss oder nicht. Und die Langfristigkeit und eine vorausschauende Planung für einen Fußballverein, der nicht der ist mit dem meisten Geld, wird halt noch schwieriger. Frank? Ja, also das ist genau, was ich noch sagen wollte. Das bringt für die mediale Berichterstattung und für das Mittelfeld der Tabelle bringt es natürlich jetzt ein bisschen mehr prickeln, als es vorher der Fall war. Das ist definitiv so der Fall. Nur fürs langfristige Entwickeln von einem Verein wird es aus unserer Sicht halt immer schwieriger, weil deine Planungszyklen halt kürzer werden. Jetzt kannst du sagen, nein, das ist ja gar nicht so, weil man kann ja dahinter eh planen. Aber das ist zumindest unser Eindruck, dass halt der Planungszyklus für dich auch als Trainer, wie stelle ich mir meine Kaderentwicklung über die, keine Ahnung, nächsten 2-3 Halbsaisonen vor, das wird halt auch immer schwieriger, weil eigentlich ist dieses, wie viel Zeit habe ich, um etwas zu probieren und wie viel Zeit habe ich, um einen Kader auch auf die Beine zu stellen, dass er einigermaßen sauber funktioniert, die Zeit wird halt durch das neue Liga-Format kürzer, oder interpretieren wir Fans das alle falsch? Ja, das war jetzt voll kompliziert alles. Das mit der Kaderentwicklung, also vielleicht stimmt es, ich weiß nicht, wir haben alle keine Erfahrung mit diesem Liga-Format. Wir spielen das jetzt das erste Jahr. Ich habe noch nie ein anderes Liga-Format gespielt als Bundesliga-Trainer, muss ich dazu sagen. Ich kenne es nicht anders. Ich würde mir es jetzt einmal anschauen und dann möglicherweise im Sommer ein Resümee ziehen und sagen, okay, so und so war es. Ob jetzt die Vereine im Herbst nervöser geworden sind und da schon sehr früh die Reißleine gezogen haben, was den Trainerposten angeht, im Vergleich zu den Jahren davor, wo es diese Ligaort nicht gibt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen. War das so? Das wird Sie vielleicht besser wissen. Ich habe keine Ahnung, ob heuer mehr Spieler, mehr Trainer schon gehen mussten im Herbst, nach sehr kurzer, erfolgloser Zeit, als in den Jahren zuvor. Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Bitte? Danke. Also anscheinend hat es auf das dann keine direkten Auswirkungen. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Also es war die letzten Jahre auch immer so. Okay, dann hat es mit dem Ligasystem anscheinend nichts zu tun, würde ich jetzt einmal sagen, aber wird man wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch beobachten müssen und dann das mit in die Beurteilung mit einfließen. Was die Kaderzusammenstellung angeht, über 2-3 Halbsaisonen, glaube ich, hast du es so genannt, das ist ja nicht nur etwas, was den Trainer angeht. Ich glaube, es hat jetzt einmal Vasari, glaube ich, bei Chelsea, von denen habe ich irgendwas gelesen, der ähnlich gesagt hat, ist ja schon so, dass der Verein zusammen mit dem aktuellen Trainer da die Entscheidungen treffen. Aber in der Regel ist es doch so, dass die Spieler viel, viel länger beim Verein dann unter Vertrag sind als der jeweilige Trainer. Was ich damit sagen will, ist, dass die Transfers und die Kaderzusammenstellung, da hat natürlich jeder Trainer ein gewisses Mitspracherecht und da bringt er sich auch ein. Aber im Endeffekt ist es doch eine Geschichte auch des Vereins, mit welchen Spielern will er in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Denke ich mir jetzt, ich habe mir jetzt noch kein großes
Kopfzerbrechen über dieses Thema gemacht, würde ich jetzt so ad hoc einmal sagen. Aber wenn man dann zwar leid bis Saisonende, ist es jetzt nicht unbedingt deiner These folgend, oder? Als einzige Wintertransferaktivität. Also da sehe ich jetzt, warum nicht? Weil du sagst, die Spieler sind dann länger beim Verein als der Trainer. Länger bleibst du wahrscheinlich schon, oder? In diesen beiden Fällen, ich hoffe mal, ja. Ich hoffe mal, ja. Wissen kann man es natürlich nie. Aber wir reden ja jetzt nicht über ein, zwei Spieler, sondern wir reden ja über einen Kader, der dann zusammenbleibt. Bei Einzelnen. Ist das tatsächlich der Eindruck, dass die Kader, das Zusammenbauen des Kaders so ist, dass das immer so langfristig hinausgeplant ist, dass es meistens länger ist als der jeweilige Trainer? Also vielleicht ist es länger als der Trainer, aber die Langfristigkeit sehe ich jetzt nicht unbedingt. Also nochmal, also ich stehe mir nicht zu, jetzt dann die Transferpolitik bei meinen Arbeitgeber zu beurteilen oder zu kritisieren, da bin ich weit entfernt. Prinzipiell ist es natürlich so, dass ein Spieler, der jetzt zum Beispiel einen längerfristigen Vertrag unterschreibt, ja, dass der dann länger ist als der jeweilige Trainer. In den konkreten Fällen gibt es anscheinend Leihverträge. Wie die Verträge im Detail aussehen, kann ich nicht sagen. Aber es hat sicherlich auch wirtschaftliche Gründe. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Spieler, der bei uns linker Verteidiger spielen soll, sehr wohl auch möglicherweise, und das hört sich für mich eigentlich nachvollziehbar an, bis Sommer nur verpflichtet wird, weil wir einen Spieler in Portugal haben, ja, der Sturm Graz gehört, der möglicherweise dort entspricht oder nicht entspricht, wie auch immer. Ich weiß, er hat nicht nur Freunde hier an diesem Tisch, aber der möglicherweise dann ab Sommer wieder auf der Gehaltsliste von Sturm Graz steht. Und dann gibt es natürlich Verantwortliche im Verein, die diese Gehaltskosten übernehmen müssen. Von daher, glaube ich, ist es schon eine Entscheidung, die aus meiner Sicht als Trainer nachvollziehbar ist. In diesem konkreten Fall. So ist es. Und dann gibt es wahrscheinlich andere Spieler, die du nur leihweise bekommst, wenn es dann auch nur für ein halbes Jahr ist, wo du möglicherweise auch Option drin hast oder nicht. Ich kenne mich in der Vertragsgestaltung zu wenig aus, ich sage es ganz ehrlich. Aber ich denke, dass es sehr wohl Verpflichtungen oder Leihgeschäfte gibt, die aus meiner Sicht, ohne dass ich aus der Wirtschaft komme, nachvollziehbar sind. Frank, ich möchte nur einen Punkt noch vom Roman aufnehmen, das finde ich jetzt sehr spannend, das habe ich so von einem Trainer noch nie gehört, darum sage ich es jetzt noch einmal. Wenn die These stimmt, dass sehr oft Spieler länger bei einem Verein sind als Trainer, dann muss man mal sagen, wie kurzlebig ist das Trainergeschäft, das ist ja wahrscheinlich auch nicht gut für die nachhaltige Entwicklung, aber das spricht ja schon dafür, dass Vereine sich eigentlich eine längerfristige Strategie für, jetzt muss ich Spielermaterial sagen, Spielermaterial und Verpflichtungen zurechtlegt und das nicht immer nur an den kurzfristigen Wünschen des Trainers orientieren soll. Kann man das so interpretieren, was du gesagt hast? Ich kann nicht generell sprechen. Ich kann über meinen generellen Zugang drüber reden. Genau. Mein genereller Zugang. Ja, mein genereller Zugang. Wir haben versucht, über jeden einzelnen Spieler im Team zu entscheiden. Ist es gut für Sturm Graz? Können wir das vertreten? Ist es machbar wirtschaftlich und hilft es von sportlich? Aus meiner Sicht und aus der Perspektive der wirtschaftlich Verantwortlichen im Club und. So, das meine ich damit. So habe ich das gemeint. Ja, und was du gesagt hast, ich glaube, es gibt eine Statistik, da gibt es eine Statistik für 13 Monate, glaube ich, sind wir im Amt im Schnitt. 13 Monate. Das ist relativ wenig. Oder? Ja. Stimmt das? 13 Monate, oder? Bei Sturm Graz, ja. Nein. Europaweit. Manche nicht einmal 13 Monate. Nein, europaweit. Europaweit. Das, was du sagst, Frank, würde ja beinhalten, dass man einen Kader macht, der dann auch für den nächsten Trainer funktioniert, wenn man schon davon ausgeht, dass der Trainer nur so kurz da ist. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen soll, dass der Trainer kurz da sein soll, aber ich wollte nur diesen Punkt aufnehmen, den ich spannend finde und habe nur weitergedacht. Das würde dann bedeuten, wenn ich davon ausgehe, manche Spieler habe ich länger als einen Trainer, dann muss ich mir ja als Verein auch ohne einen Trainer sozusagen eine Strategie dafür zurechtlegen, wen ich verpflichte und wen eher nicht. Und wenn ich es dann mit kurzfristigen Aktionen an die Wünsche des Trainers anpassen kann, gut, aber ich hätte so aufgenommen wie, da muss der Verein sozusagen längerfristiger planen als über die Halbwertszeit eines Trainers hinaus. Aus wirtschaftlichen und aus sportlichen Gründen. Ja, so runtergebrochen, so sehe ich das. Ich hoffe, strickt es mir jetzt keinen Strick dadurch. Nein, überhaupt nicht. Ich würde es nur kurz. Ich sehe das so. Und so. Und da sagt mir auch die Erfahrung, dass es so ist. Das ist etwas, was man gemeinsam entscheiden muss. Weil es gibt auch neben dem sportlichen Aspekt auch immer diesen wirtschaftlichen. Und ich war als Trainer, ich kann jetzt hergehen und sagen, im konkreten Fall Günther, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, auf der Position, ja, hätte ich gern einen anderen Spieler.
in Wirklichkeit, oder so ist es, dass die Meinungen da nicht so auseinandergehen. Wir sehen das schon alles ähnlich. Ich habe ja den Jockey Standfest, der ausgezeichnet ist. Wir haben den Andi Schicker jetzt im Stab, der, wir sehen die Dinge genauso. Und dann muss man aber schauen, was ist überhaupt machbar? Weil ich muss nicht zahlen. Ich muss nicht zahlen. Und wenn wir jetzt dann reden, dass wir einen Spieler verkaufen um viel Geld, ja, was nicht zu verhindern ist, aus den diversesten Gründen, kann ich jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, aber jetzt würde ich da gerne einen Ersatz haben, der die und die Qualität mitbringen. Nur, dass uns der Spieler dann möglicherweise das Doppelte oder das Dreifache kosten würde. Das muss man dann auch sehen. Und dann bin ich als Trainer da, der sagt, naja, dann geht's halt nicht. Was können wir machen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen? So meine ich das. So meine ich das. Also ich will nicht herstehen und sage, ich will den Spieler oder kann. Weil noch einmal, ich muss nichts bezahlen. Und ich habe keine Ahnung, was ein Spieler dann verdienen kann oder was der Ablösesumme kosten würde und so weiter und so fort. Aber trotzdem steht man ja durch die Kurzlebigkeit des Trainergeschäfts dann doch vor der Situation, dass man so wie du mitten in der Saison kommt und den Kader nehmen muss, der da ist. Da kannst du erst einmal gar nichts machen und musst den Kader nehmen. Im Winter kannst du justieren, im Sommer kannst du dann wahrscheinlich tatsächlich längerfristig planen für den nächsten Kader. Das ist ja dann quasi schon implizit so, dass du fast immer improvisieren musst. Ja, in meinem Fall würde ich nicht von müssen sprechen, sondern ich durfte mit diesem Kader sprechen, weil das habe ich wirklich schon oft betont. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unseren Spielern und wie der Kader zusammengestellt ist. Also ich durfte mit einer tollen Mannschaft zum ersten Mal Trainer in der Bundesliga sein. So. Und das andere, ja, es ist so, das Geschäft ist leider so. Noch einmal, es gibt diese Statistik, wo im Schnitt ein Trainer 13 Monate bei einem Club bleibt. Ob das jetzt in Österreich ist oder in Deutschland, Italien, in Polen, in Ungarn, diesen Schnitt gibt es europaweit. Das ist halt wenig Zeit. Ich knüpfe da gleich an, was du vorher gesagt hast. Also letzte Saison war man in der glücklichen Lage, den Cup gewonnen zu haben und in der Bundesliga Zweiter geworden zu sein. Man hat dann personell sehr, sehr viele Leute verloren, was jetzt nicht zu erwarten oder zu erhoffen war. Wie sehr schätzt du das ein? Kann ein Kader zusammenbleiben als österreichischer Bundesligist mit internationalen Ambitionen, wenn sie Spieler ins Rampenlicht spielen? Ja, im Prinzip hast du keine Chance. Du hast keine Chance, du kannst auf Stuhl schalten. Und wenn ein Spieler noch einen längerfristigen Vertrag hat, 3 Jahre von mir oder 4 oder 2 Jahre, dann kannst du sagen, okay, du nimmst das Geld nicht, das angeboten wird. Der muss da bleiben, aber der Spieler wird in der Regel nie wieder verlängern. Weil ganz einfach wir in Österreich bis auf einen Club mit dem Gagen im Ausland und mit der Attraktivität der Liga, das muss man natürlich auch sagen, gerechterweise, wir können da nicht mithalten. Das heißt, wenn ein Spieler ein gewisses Niveau erreicht, wenn ein Spieler Nationalspieler wird, wenn ein Spieler dann berechtigterweise das Interesse eines ausländischen Clubs weckt, ab dem Moment ist es ganz, ganz schwer, den Spieler dann zu halten. Es ist einfach so. Das heißt, man muss dann schauen, dass man andere Spieler wieder dazu holt, die dann möglicherweise auch in diese Position kommen, die man dann einmal für Geld verkaufen kann. Würde man einen Spieler der Qualität von Ivica Vastic oder Sergej Juran in der österreichischen Bundesliga heutzutage noch bekommen? Oder hat sich das auch verändert? Na, die würde man schon kriegen. Spieler mit meiner Qualität sind schwer zu finden. Die gibt es wie Sand am Meer. Damals war es schon einfacher, weil Österreich, die österreichische Liga, war für viele damals noch so ein relativ attraktiver Anlaufposten, würde ich sagen. Ob das jetzt aus den Balkanstaaten war oder aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie auch immer, gab es damals viel, viel mehr Legionäre, die richtig gut waren als jetzt. Wir haben schon eine Entwicklung unter uns, wo auch die besten Österreicher nicht mehr in Österreich spielen. Und wenn sie in Österreich spielen, dann spielen sie eh bei Sturm Graz. Aber viele der besten Spieler spielen mittlerweile in der deutschen zweiten Liga, weil ganz einfach dort halt, sonst die Stadien oder das Zuschauer, das Medieninteresse, aber in erster Linie ist es dann auch der finanzielle Aspekt, wo wir dann einfach nicht mehr mithalten können. Ist auch ein Thema, was viele Leute interessiert hat, weil wir einige Fragen dazu bekommen haben von Fans. Stichwort junge Spieler und Karriere bei Sturm. Also zum Beispiel Kevin lässt fragen, gibt es noch junge Spieler, die wirklich eine Karriere bei Sturm anstreben, etwas aufbauen und auch ein paar Jahre bleiben wollen, um zum Beispiel auch international erfolgreich zu sein? Oder sehen alle, das hast du jetzt eh schon ein bisschen vorgenommen wieder, sehen alle Sturm nur noch als Karriere-Sprungbett und haben höhere Ziele, wie Schmidt oder Horvath?
ich kann natürlich nicht für die Jungen sprechen, da müsste man die Jungen direkt ansprechen. Ne? Ich möchte jetzt kurz einmal noch zu diesen vielen Fragen. Ich werde zu vielen Themen gefragt, ich fühle mich da gar nicht oft. Wir wollen ja deine Meinung wissen. Ja, aber zu so vielen Sachen. Ich kenne mich ganz gut aus im System und in der Spielanlage. Ja, also und in wirtschaftlichen Sachen, das und das und das. Das ist eigentlich alles nicht mein Fachgebiet, aber ich sage halt was dazu. Das will ich damit nur der Einschätzung. Ja, ja. Nein, da tue ich mich schwer. Ich denke, dass der Sturm Graz für viele Fußballer eine richtig gute Adresse ist. Und das denke ich schon, den Eindruck habe ich von unseren jungen Spielern, dass die schon den Ehrgeiz haben und den Ehrgeiz entwickeln, das Ziel haben, bei uns in der KM Fuß zu fassen oder bei Sturm Graz Fuß zu fassen. Weil ich der Meinung bin, das ist auch etwas, was man sich als junger Spieler zum Ziel machen kann, weil es ist was Besonderes. Es soll nie selbstverständlich sein, für Sturm Graz zu spielen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und so, jetzt können wir die Leitung jetzt dann retten, so, aber das ist hier in der Stadt und für den Club zu arbeiten, zu spielen und Erfolg zu feiern, ist was Besonderes. Das habe ich erleben dürfen. Und das würde ich jedem jungen Spieler dann auch mitgeben, wenn er sich überlegt, für im Moment kurzfristig für mehr Geld vielleicht irgendwo anders zu rennen. Es gibt ja ein paar Beispiele in der jüngsten Vergangenheit, dass der Weg dann oft wieder zurückführt und man praktisch plötzlich weiter unten wieder beginnen muss, als man vorher schon war. Der WRC ist aber vor uns. Ich habe keine Namen gesagt, was ich jetzt nicht. Aber mir kommt es oft so vor. Ist es aber dann generell nicht so, dass man als Verein der Größenordnung Sturm Graz mit limitiertem Budget, wobei am Cup-Sieg die Leistungsträger wahrscheinlich abgeworben werden, auch in Zukunft, würde es nicht Sinn machen, mehr zu fokussieren auf die Ausbildung eigener Spieler, die man dann auch um mehr Geld ohne Klauseln, ohne irgendwelche Nebengeräusche verkaufen könnte? Das muss ja aus Trainersicht ein Thema sein, dass man sich überlegt, wie kriege ich die bestmögliche Mannschaft angesichts der Situation, in der ich bin? Ich weiß da nicht, was da das Gescheitere ist. Das ist echt eine Frage, glaube ich, die man den Günter Kreisel stellen könnte. Haben wir einen Telefonjoker? Nein, ich weiß schon, was du hin... Sag's noch einmal, bitte. Sag's noch einmal. Frage noch Gescheiter wäre, die eigenen Leute auszubilden und die dann zu verkaufen, weil verkaufen muss man alle, wenn man gut ist. Ja, aber ich denke, das macht man ja, oder? Das macht man ja. Wir haben doch jetzt in der Mannschaft, wenn man so will, wir haben in der Innenverteidigung einen U21 Nationalspieler, wir haben jetzt im zentralen Mittelfeld zwei U21 Nationalspieler, wir haben im Sturm einen, der zwar noch nicht uns gehört, Nationalspieler. So, wir haben aus den Amateuren, haben wir heute eh schon gehört, einen Spieler. Also das sind doch junge Spieler, die Sturm gehören und die wir ausbilden. Wenn man die letzte Transferphase letzten Sommer nimmt, war das nicht unbedingt so davon. Ja, aber da war ich noch nicht da, das kann ich schwer beurteilen. Ich weiß gar nicht, wer im letzten Jahr dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein, im Sommer. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was wir jetzt in der Mannschaft vorfinden. Und es sind vier aktuelle U21-Nationalspieler, von denen, glaube ich, drei Sturm Graz gehören. Und das, glaube ich... Wenn man sich diesen Umstand ansieht, könnte man spekulieren, könnte man meinen, eigentlich werden da junge Spieler herangebildet. Ich weiß nicht, ob es noch wo einen Club gibt, wo so viele U21 Nationalspieler unter Vertrag stehen, wie es bei uns der Fall ist. Ich weiß nicht, hast du die Frage schon gestellt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch sicherheitshalber stellen, nochmal auf das Liga-Format anzusprechen. Fühlt man sich vielleicht jetzt durch dieses Format auch mehr unter Druck gesetzt, dass etwas sofort funktionieren soll und deswegen junge Spieler automatisch weniger die Chance bekommen? Ich kann nur über mich reden. Ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt und ich habe da, wenn ich der Meinung bin, das macht unabhängig vom Alter. Ganz einfach so entscheide ich. Also ich warte mal ab, was in Mattersburg passiert, wer aufläuft. Frank. Ich habe überhaupt keine Angst, dass ich einen jungen Spieler reinhaue. Überhaupt nicht. Und das haben wir ja auch schon bewiesen, noch einmal. Ein U21-Teamspieler ist ja jetzt kein alter Spieler, oder? Nein. Das ist doch... Ich habe da kein Problem. Okay. Jetzt letzter Punkt, Umbruch und Weiterentwicklung. Also Stefan Adelmann, der heute auch da ist, von unseren Freunden von Fußball Block Spielfrei, hat in unserem Jahresrückblick gemeint, ich habe Angst vor dem Fokus auf das Ergebnis. Wenn man sich nicht weiterentwickelt, sitzt man als Sturm auf einem chronischen Schleudersitz, weil man im September chronisch aus dem internationalen Bewerben draußen sein wird.
und damit kann man nie eine ruhige Entwicklung machen. Siehst du das auch so eigentlich? Egal wer. Frank. Okay, also, Frank. Also ja, ich bin ja dabei gesessen, wie er es live gesagt hat. Ich kann der Theorie schon ein bisschen was abgewinnen, weil die Problematik ist natürlich, wenn du eben die Zeit für eine längerfristige Entwicklung einer Mannschaft nicht hast, dann in einen internationalen Bewerb kommst, so wie es ja bei uns jetzt wieder sein kann, dann wieder entsprechend das Brett vor die Brust kriegst, mit dem es dir vielleicht schwer tust, es nicht in die Gruppenphase schaffst. Wie wir ungefähr wirtschaftlich wissen, wenn es es nicht in die Gruppenphase schafft, ist Euroleague immer mehr so eine Spesengeschichte, ne? Also bleibt nicht viel über. Und im nächsten Jahr die gleiche Leier wieder, also täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier. Und du bräuchtest halt einmal irgendwann die Chance, eine Mannschaft, einen Kader ein bisschen zusammenzuhalten und halt eine eigene Spielidee so stabil zu entwickeln und auch stabil zu halten über 2-3 Halbsaisonen, wie ich vorher gesagt habe, damit du dann vielleicht einmal mit so einem gefestigten Team in so eine internationale Bewerbsphase reingehen kannst. Und man hat halt das Gefühl, dass das durchs neue Format nicht leichter wird und grundsätzlich für Vereine in der wirtschaftlichen Struktur von Sturm Graz nicht viel leichter werden wird, weil das Halten von Leistungsträgern, das sehen wir ja nicht nur bei denen, die Nationalteamspieler werden, sondern auch welche, die noch gar nicht Nationalteamspieler sind, das fällt uns natürlich schwer, weil wie der Roman richtig gesagt hat, ich bin in der Vorbereitung auf die Sendung mich auch ein bisschen mit Holstein Kiel beschäftigt, zweite deutsche Bundesliga, die momentan mit 20 bis 22 Millionen Euro Budget arbeiten auf der 7. Position in der 2. deutschen Bundesliga. Und wenn man dann weiter nach oben schaut, geht es dann in 5er bis 10er Schritten in Millionen weiter nach oben. Und ganz oben steht der HSV mit 60 bis 70 Millionen Budget. Weiß man nicht so ganz genau. Das war 2. Liga. Also das ist halt ein ganz anderes Thema. Und dass da junge Spieler interessiert dran sind, hinzugehen, das kann man denen wahrscheinlich nicht einmal verdenken. Aber ich glaube, da kommt ja den Stefan seine Theorie her, dass du es dir in dieser Getriebenheit wahnsinnig schwer tun wirst, wenn du dir als Verein dann noch einer gewissen Kurzfristigkeit im Erfolg verschreibst, dann wird es halt noch ein bisschen schwieriger, weil du tust da wirtschaftlich wahnsinnig schwer und hast selbst auch gar nicht den Anspruch auf lange Frist oder kannst den Anspruch nicht erfüllen, auf lange Frist eine Mannschaft zu entwickeln. Ich glaube, von dem ist, glaube ich, in Stefan sein Ding herkommen und dem kann ich schon, also dieses Bedrohungsszenario sehe ich schon ein bisschen, weil ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen soll. Ne? Ja, das hast sicher recht. Ja, was nein, kann ich, passt denn? Es wird so sein. Ich glaube, das stimmt, ja. Okay. Was, Jürgen, jetzt vielleicht mit dir noch zum Schluss. Was würdest du dir hinsichtlich dessen oder so generell für Sturm wünschen für die nächsten paar Monate? Hinsichtlich dem, was der Frank jetzt ausgeführt hat? Auch. Ja, dass es irgendwie aus irgendeinem Grund einmal die Möglichkeit gibt, die natürlich eine gesteuerte sein müsste von oben, dass man diese Möglichkeit dem jeweiligen Trainer, der bei Sturm dann Trainer ist, gibt, dass er das machen kann. Und ich glaube, dass das in unserer Situation, um aus diesem ewigen Hamsterrad rauszukommen, die einzige Möglichkeit ist. Weil sonst geht es einfach immer so weiter wie jetzt. Man verliert die Leute, man füllt die Lücke, man wird Dritter bis Fünfter und ab und zu alle 10 Jahre wird man Cupsieger oder irgend sowas, wenn überhaupt. Sonst die einzige Möglichkeit, um das aufzubrechen, wäre einmal genauso eine Situation, wie sie da jetzt fiktiv beschrieben wurde. Roman, was würdest du wünschen? Gesundheit für uns alle. Das auch. Das Frank? Wünschen also, noch einmal. Das ehrt euch sehr, wenn ihr aus der Berichterstattung, und ihr seid ja gleichzeitig alle Sturmfans, wenn ihr so denkt, das finde ich total super. Aber ihr seid ein schwindend kleiner Teil der Fußballgemeinschaft, die so denkt. In der Regel ist es so, dass es halt dann irgendwann einmal, wenn eine Mannschaft, die ja gewisse Erwartungshaltungen erfüllen soll, diese dabei ist nicht zu erfüllen, dass irgendwo einmal Unzufriedenheit entsteht. Ja, das kann einmal bei den Medien sein in der Regel, die halt dann einmal negativer die Leistungen beurteilen, was ja auch ihr Job ist. So, jetzt die Fans, die im Stadion sind, die richtigen Sturmfans, können mit dem noch einigermaßen leben, lesen dann aber tagtäglich die negative Kritik, werden auch unzufrieden und sobald das einmal ist, dann werden die Sponsoren in der Regel unzufrieden, weil die Sponsoren natürlich ihr Produkt praktisch mit einer Mannschaft vertreten wollen, die dann auch Erfolg hat. So, und wenn dann einmal die Sponsoren auch unzufrieden sind, dann rumort es in der Regel dann irgendwo im Verein, im Vorstand oder im Präsidium, was auch nachvollziehbar ist. Der nächste Schritt ist dann so, dass der Sportdirektor, der Sportvorstand, einmal eine kriegt, der sagt, du, was ist da los?
die Medien, die Fans, die Sponsoren, alle sind unzufrieden. Und der Letzte ist dann oft der kleine Trainer, weißt, wo alles so abgedruckt. Und der muss dann halt sehr oft gehen in diesem Fall. Aber noch einmal, so, ich wünsche es mir, dass in meinem Fall, dass alle so viel Geduld haben. Dann sitzen wir in einem Jahr noch einmal hier und unterhalten uns. Bist du dir sicher, dass diese Erwartungshaltungsgeschichte eine nur von außen gemachte ist, die den Verein dazu nötigt, so zu tun? Oder glaubst du, macht man die auch selber durch, wie auch immer das gerade funktioniert bei Sturm zum Beispiel? Der Frank macht Thesen, ich mache jetzt auch eine These. Ich glaube nicht, dass das nur ein Druck ist, der von außen kommt, sondern das ist eine Frage der Kommunikation, wie man sein Tun verkauft. Und wenn man diesen Weg skizziert, wie wir es jetzt gerade vorher versucht haben, und das versucht da ans Volk unter Anführungszeichen zu bringen und da medial versucht so zu verkaufen, bin ich mir nicht so sicher wie du, dass dieses Rad der Verunsicherung und der Kritik so schnell losgeht. Du meinst es im konkreten Fall, wenn die Verantwortlichen bei Sturm sagen, also das Ziel ist jetzt nicht unter die ersten sechs zu kommen, sondern wir können auch ein, zwei... Da beginnt schon. Warum muss man dieses Ziel formulieren? Es geht ja darum, dass man versuchen muss zu verkaufen, was man denn erreichen will langfristig und wo eine Strategie ist, wo man zum Beispiel nicht sagt, man muss jetzt über einen Strich kommen oder man muss jetzt kurzfristig wieder Erfolge haben, nachdem man ein paar Mal zu viel Unentschieden gespielt hat und verloren hat, dass man einfach da über dieser Sache drüber steht und versucht, das anders zu verkaufen. Das passiert ja nicht. Wir waren Cupsieger und dann muss man sofort den Kader wieder gleich gut machen wie nach dem Cupsieg, was natürlich nur, da kannst du nur dran scheitern. Und mit solchen Rädern beschäftigst du dich dann. Und wenn du das versuchst, einmal anders zu polen und dann auch langfristig so verkaufst, dann ist das nicht so unmöglich, wie du skizzierst, dass man das überhaupt nicht machen kann. Mag sein, vielleicht habe ich es überspitzt formuliert. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass der Name Sturm Graz dann auch verpflichtet für ein gewisses Erfolgsdenken. Und das mache ich ja selbst auch. Wir sind Sturm Graz, das heißt noch einmal alles mit unseren Mitteln im Vergleich zu der einen oder anderen Mannschaft, die auch hinter uns ist, aber ein wesentlich mehr an Kapital zur Verfügung hat. Aber wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Großteil der Grazer, der Sturm Graz-Fans sich sagen würden, naja, macht doch nichts, warten wir mal zwei, drei Jahre, bis die Mannschaft wieder einigermaßen österreichisches Spitzenniveau erreicht. Das glaube ich nicht. Und wenn man so erklärt, geht es sicher nicht. Nein, das stimmt. Entschuldigung, es ist ja nicht meine Aufgabe, das zu erklären. Ich sage nur, was ich mir denke. Ich denke, dass Sturm Graz die Verpflichtung hat, erfolgreich Fußball zu spielen. So. Und an denen werden wir gemessen in Graz. Ich als Trainer, die Spieler, der Vorstand, alle. Wir wollen für Sturm Graz Spiele gewinnen. Ist doch ganz normal. Wir brauchen uns nicht kleiner machen, als wir sind, aber nicht größer. Wir haben Sturm Graz hat eine riesen Geschichte hinter sich. Das ist einer der Top-Clubs in Österreich. Das wird jeder Spieler, jeder aktive Spieler oder jeder ehemalige Spieler wird das bestätigen. Das ist nicht so einfach dahergesagt. Das ist ein ganz spezieller Club, ein toller Club. Und wir, die hier arbeiten, sind verpflichtet, da Erfolg zu haben. Frank, hast du noch letzte Worte von Moses? Nein, gar keine letzten Worte. Ich habe gehört, Erfolg, also bei Sturm Graz, Trainer zu sein, bist verpflichtet dazu, Erfolg zu haben. Und weil das zu diesem Verein dazugehört, ich sage halt immer, dass ich glaube, dass es verhältnismäßig wichtig ist, wie der Verein Fußball spielt, dass das auch zu dem Verein dazugehört, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, eben mit einer gewissen Verpflichtung diesen Farben gegenüber und einer entsprechenden Leidenschaft. Aber so wie der Roman vorher gesagt hat, welche Spielertypen er favorisiert, nämlich die grundsätzlich wissen, was es bedeutet, diesen Stress zu tragen, brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, dass wir nicht einen entsprechend ambitionierten Fußball sehen. Insofern ist das ja eine schöne Zusammenfassung gewesen. Okay, wir machen jetzt noch ganz schnell unser Schlussspiel. Das beinhaltet diesmal dasselbe Format wie auch in unserem Jahresrückblick 2018 mit Spielfrei. Es heißt richtig oder falsch. Ich stelle eine Behauptung in den Raum und ich bitte euch, diese mit richtig oder falsch zu beantworten. Im Anschluss möchte ich gerne wissen, falls es gegenteilige Meinungen gegeben hat, warum ihr so entschieden habt. Die neue Ligareform ist für eine kleine Liga wie jene in Österreich eine willkommene Aufwertung, Frank. Ein Wort, Frank. Eins, komm. Richtig. Roman? Richtig. Jürgen? Sag falsch, weil sonst können wir nichts diskutieren. Ja, aber wir müssen ja nicht diskutieren. Ich finde es wirklich falsch. Wieso? Weil ich finde, dass das...
zu einer Art Zuspitzung zu einem Zeitpunkt führt, wo ich nicht gern habe, dass es sich schon zuspitzt auf die Art und Weise wie jetzt gerade. Ich glaube, dass es der grundsätzlichen Attraktivität der Liga für den Fußballkonsumenten, die wir ja auch brauchen, um die Stadien vollzukriegen, gut tut. Und deshalb habe ich richtig gesagt. Ne? Das ist aber der, okay, der Überlebensgrund, warum ich richtig gesagt habe. Das ist nicht mein Herzensgrund. Okay, fangen wir jetzt wieder bei dir an, Frank. Der SK Rapid wird nicht an der Meisterrunde der Bundesliga teilnehmen. Richtig. Jürgen? Richtig. Roman? Man muss jetzt antworten. Das ist nur eine Einschätzung. Das ist ja nicht... Der Küperer schaut das eh nicht. Na, da sage ich nichts dazu. Okay. Wo tun wir dann weiter? Der Mählich-Regel ist eine legitime Überzeichnung der Spielanlage des SK Sturm der letzten 4 Bundesliga-Runden. Frank? Ja, richtig, sonst hätten wir nicht gemacht. Also du hast das gemacht, genau. Richtig, wir, weil, natürlich, aber richtig, weil es ja natürlich richtig ist. Roman? Falsch, ich habe das heute erst so richtig mitgekriegt, nämlich mählich, rot geschrieben, das passt überhaupt nicht. Okay. So, 2 Stelle jetzt noch, welche werden das werden? Der SK Sturm kann im Fall einer Meisterrunde sogar noch Zweiter werden. Frank. Rechnerisch richtig. Jürgen? Ja, richtig. Roman? Richtig. Okay. Die letzte Frage. Dass es den Schillerhof nicht mehr gibt, ist eine tragische Entwicklung. Frank. Ja, weil jetzt ist es ein austauschbares Kaffeehaus. Okay. Ja, richtig, weil da war beim letzten Meistertitel waren wir dann nachher dort, glaube ich. Okay, Roman? Richtig. Ja, aber du warst auch dort. Richtig. Wer sich an den Schillerhof erinnern kann, hat ihn nicht erlebt. Falco. Ja, genau. Okay, falls ihr Lust habt, zum Beispiel dieses T-Shirt da drüben zu erwärmen. Den Mählich-Riegel gibt es ja nicht, weil er rot geschrieben ist. Uns ein bisschen finanziell zu unterstützen, dass wir so eine Sendung wieder machen können hier mit allen Aufwand. Diese Shirts gibt es auf redbubble.com, auch wieder falscher Name, ich weiß, im Black FM Shop. Alle möglichen Designs, auch die, die jetzt schon eher Vintage sind, kann man sagen. Danke an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik im Personalunion, den Interims-Cheftechniker von Black FM, den wunderbaren Roli Rath. Mein zweites Wohnzimmer, die Scherbe, für den tollen Rahmen. Das Team von Sturm TV, den Alex und den Dennis. Alle Zuseherinnen und Zuseher daheim und hier natürlich in der Scherbe. Unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern. Und natürlich ein herzliches Danke an dich, Roman, fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir möchten euch noch weiters ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht Vorschläge, mit wem oder über was wir in nächster Zeit diskutieren können. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis bald bei Black FM. Black FM.